Brexit-Einigung in Sicht. Die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Foto, AFP, Emmanuel Dunant. Eine zweite Phase der Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens kann beginnen. Beide Seiten haben einige Hürden auf dem Weg zum Brexit ausgeräumt. Nach monatelangen 10 Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens gibt es einen ersten Durchbruch. Man sei sich einig über die wichtigsten Fragen der Trennung und könne nun in Verhandlungen über die künftigen Beziehungen eintreten, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitagmorgen in einer Pressekonferenz mit Premierministerin Theresa May. Die britische Regierungschefin sagte, sie gehe optimistisch in die nächste Verhandlungsphase. Es gehe nun um eine enge Partnerschaft, die im Interesse aller liege und vor allem für die Wirtschaft sichere Bedingungen schaffen werde. EU-Ratspräsident Donald Tusk schlug vor, zunächst über die geplante mehrjährige Übergangsphase nach dem für 2019 geplanten Brexit zu sprechen. In der Zeit soll Großbritannien wie bisher EU-Vorgaben einhalten, aber kein Stimmrecht mehr haben. Die EU hatte eine Einigung bei 3 Top-Themen zur Bedingung für den Start der nächsten Verhandlungsphase gemacht. Großbritannien will vor allem die künftigen Handelsbeziehungen so rasch wie möglich klären. Junckers Kabinettschef Martin Selmayr hatte schon am Freitagmorgen ein Bild mit weißem Rauch getwittert. Schon am Montag hatten Juncker und May kurz vor einem Kompromiss gestanden, der dann aber zunächst doch nicht zustande gekommen war. Wir haben in dieser Woche extrem hart gearbeitet, sagte May. Seit Montag habe es vor allem wichtige Klarstellungen bei den Formulierungen zu Irland gegeben. Die Frage, wie Grenzkontrollen zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können, war der letzte große Knackpunkt der ersten Verhandlungsphase. Irland pochte auf eine schriftliche Zusage Großbritanniens, dass es keine feste Grenze auf der irischen Insel geben werde. Diese hat May nun gegeben. Wir werden garantieren, dass es keine harte Grenze gibt, sagte May. Ein Sprecher der irischen Regierung erklärte daraufhin, man habe alle Ziele für die erste Verhandlungsphase erreicht. Eine am vergangenen Wochenende ausgehandelte Kompromissformel war zunächst auf Widerstand der nordirischen Partei DUP gestoßen, auf deren Stimmen May im britischen Parlament angewiesen ist. In tagelangen Gesprächen wurden diese Bedenken offenbar ausgeräumt. Juncker sagte, May habe ihm versichert, die jetzt gefundene Lösung habe die Unterstützung in London. May bekräftigte, dass die gefundene Formel keine Sonderstellung für Nordirland bedeute. Es werde auch keine Zollgrenze zwischen der britischen und der irischen Insel geben. Wie dies geschehen soll, blieb zunächst offen. May verwies auf ein künftiges Handelsabkommen mit der EU und einzigartige Lösungen für die einzigartige Situation in Irland. Die Chefin der nordirischen DUP, Democratic Unionist Party, Arlene Foster, sagte am Freitag, May habe ihr eine klare Bestätigung gegeben, dass ganz Großbritannien die EU, den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion verlassen werde. Es habe seit Anfang der Woche einen substanziellen Fortschritt an dem Text gegeben.